Hallo liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Mich hat mein BMW-Händler Kühnert in Schleiz gerade angerufen, dass mein neues Cabrio geliefert wurde. Und da habe ich mich dann gleich mal passend mit dem Raptor daneben gestellt. Aber Hauptaugenmerk gilt diesem schicken Vierer Cabrio. Er wurde jetzt gerade geliefert, beziehungsweise heute ausgeliefert, und Kühnert hat mich danach halt angerufen, dass ich vorbeikommen kann und mir das Fahrzeug mal anschauen kann. Bietet natürlich einen perfekten Kontrast zum Raptor in dem Sinne. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dass man schön sieht. Sehr schönes Fahrzeug. Also beide jetzt. Range Raptor und das neue Vierer BMW Cabrio. So wie mir das Autohaus sagte, können wir danach nächste Woche die Auslieferung machen für den BMW. Und nächste Woche kann ich wahrscheinlich auch meine neue Rotkleid Special Patriot Edition holen. Mal schauen. Die wird ja momentan noch auf mit Haufen Screaming Eagle Teilen umgebaut und aufgemotzt, aber es dauert halt dann auch immer ein bisschen. Ja, toller Kontrast zum Ranger Raptor. Nicht schlecht. Ranger ist noch eingesaut von meiner Schlammfahrt gestern mit Markus zusammen. Aber sieht wirklich toll aus, das BMW Cabrio. Schöne schwarze Akzente, schöne schwarze Auspuffentrohre, schwarzes Stoffverdeck. Schwarzer Kühlergrill. Wenn es nicht so blöde windig wäre. Es ist ein Sturm heute hier über Thüringen. Mal den magischen Knopf. Und gut, das haben wir uns abgeregelt. Gehen wir mal hier drauf. Naja, jetzt geht's auf. So eine geile Kiste. Ach, wir haben die in den Gurt rumgewickelt. Das ist ja cool. Mal schauen nach der Anhängekupplung. Ich habe mir mit Anhängekupplung bestellt.
kann ich jetzt sofort zu entriegeln. Hier sind noch ein paar Teile dran. Da muss ich mir danach noch mal genauer erklären lassen, wie was funktioniert. Achso, das lässt sich danach deswegen nicht vorkippen, weil ja das verdeckt drin ist. Genau, das ist danach wie eine Sperre. Kupplung, aber die müsste ja auch per Knopfdruck irgendwie elektronisch vorfahren. Muss ich mir dann vom Verkäufer noch einmal genauer erklären lassen. Auch wegen den ganzen Extras. Das habe ich jetzt alles gar nicht mal so richtig im Kopf. Was da alles mit drum oder dran war. Aber jedenfalls ist das ein echt geiles, tolles Auto. Klar, liebe Freunde, das sollte jetzt erstmal gewesen sein. Dann macht's gut. Bis zu einem meiner nächsten Videos. Tschüss.